Привет. Меня зовут Бен. Моя тема характеристика аратне микробиом микрофлоры поясны. Oh, das war vorher besser. Charakteristika aranei mikroflore larajachne lituci miceje. Das war's auch mit meinem Russisch. Ja, mein Thema von meiner, von meiner Diplomarbeit, die Charakterisierung der oralen Mikrobiota von Frugivoren, Fledermäusen aus Neotropen. Und als ich das Thema das erste Mal gehört habe, ging es euch wahrscheinlich, vor 2 Minuten genau oder vor 1 Minute genauso wie mir damals. Ich habe mir gedacht, hä, ich verstehe nur Russisch. Deswegen für euch bringe ich das ein bisschen mehr auf den Punkt, worüber ich heute rede. Es ist Karies bei Fledermäusen. Ja, ihr fragt euch jetzt, warum untersucht jemand Karies bei Fledermäusen? Ja, der erste Grund steht hier, die Neotropen. Mein Professor hat gesagt, ich darf dafür 3 Monate in Panama Urlaub machen. Habe ich gedacht, gerne. Hat jemand, ich muss auch arbeiten. Das war so, naja. Zweiter Grund war, ich habe mich gefragt, warum Fledermäuse so strahlend weiße Zähne haben. Die lachen wunderschön, sind super gut drauf, immer gut strahlend weiße Zähne, wobei bei Menschen, naja. Viel mit weiß ist nicht, obwohl sie immer noch gute Laune hat. Aber das liegt wahrscheinlich eher daran, anstatt dass wir im Science Lab waren. Wenn die meisten von euch wahrscheinlich an Fledermäuse denken, fallen ihnen 2 Sachen ein. Zum einen Vampire. Und ich rede hier nicht von diesen Weichspülvampiren, die in der Sonne glitzern. Nein, ich rede von der fiesen Art von Vampire, die komisch aussehen, das Blut von Jungfrauen trinken und zu Asche zu fallen, wie richtige Vampire. Und was dir heute noch einfällt, ist Batman. Batman, der Rächer mit der Maske, der nachts durch Gotham City zieht und Verbrecher jagt. Also man kann sagen, die Fledermaus-Klischees sind, sie sehen irgendwie komisch aus und sie oder sie tragen eine Maske. Naja, ist natürlich nicht so, ihr sollt ihr was lernen, denn sie sehen komisch aus und sie tragen eine Maske. Das hier ist Centurio Senex, die Greisengesichtsfledermaus. Und bei denen haben die Männchen so einen Hautlappen, den sie sich übers Gesicht ziehen können. Und das ist meiner Meinung nach die einzige Möglichkeit, wie die Männchen bei den Weibchen zum Stich kommen können. Aber eigentlich sind Fledermäuse recht süß und ich hoffe, ihr findet das nach dem Vortrag auch. Das sind alles Fledermäuse der Familie der Phyllostomiden, der Blattnasenfledermäuse. Blattnasen nicht deswegen, weil sie eine platte Nase haben, nein, weil sie ein Nasenblatt besitzen. Das seht ihr hier oben relativ lang, manchmal kürzer. Die unten ist besonders süß, wie ein kleines weißes fliegendes Schweinchen oder eine Schneeflocke. Und diese Fledermäuse haben sich alle auf unterschiedliche Nahrungsnischen spezialisiert. Da hätten wir zum einen mal den Vampir. Einen von 3 fruchtdrinkenden Fledermäusen kommt in den Tropen vor. Ihr braucht also keine Angst haben, dass euch auf der Straße ein Vampir anfällt und aussaugt. Es gibt insektenfressende Fledermäuse, es gibt nektartrinkende Fledermäuse und die haben verlängerte Schnauzen, ähnlich wie Kolibris, damit sie eben den Nektar aus den Blüten saugen können. Es gibt auch fleischfressende Fledermäuse, ja, manchmal ist halt der Nachbar zu langsam, dann hat er auch einen Speisezettel. Und was mich besonders interessiert hat, waren die fruchtfressenden Fledermäuse und hier im Speziellen die jamaikanische Fruchtfledermaus Artebius jamaicensis oder wie wir ihn nennen, AJ. AJ, seine Lieblingsnahrung sind Feigen. Und er liebt Feigen so sehr, dass er pro Nacht sein eigenes Körpergewicht an 2 Feigen verzehrt. Wenn er mich so anschaut, das wären für mich so 90 Kilo. Ich wäre eine Weile beschäftigt, ich würde sie danach wahrscheinlich wieder rausspucken. Aber AJ liebt die Dinger einfach. Und wenn wir uns die Feigen angucken, die bestehen hauptsächlich aus Zucker und aus Wasser. Und jetzt, was kennen wir alle, was aus Zucker und aus Wasser besteht? Cola, richtig. Oder gestern im Halbfinale Coca-Cola. Gut, jetzt können wir uns überlegen, wie viel Cola müsste ein Mensch trinken, um im Verhältnis zu seinem Körpergewicht dieselbe Menge an Zucker aufzunehmen. Ja, dann wäre das eine ganze, ganze, ganze Menge. 113 Liter Cola pro Nacht. Jetzt wissen wir zum einen mal, warum Fledermäuse nachtaktiv sind, damit so viel Cola kann keiner mehr schlafen. Und zum anderen würde unsere Tafel wahrscheinlich bald so aussehen.
Und was noch passieren würde, uns wurden die Zähne abfallen. Leute, die ein bisschen schlechteren Magen haben, die schnell schlecht ist, bitte kurz wegschauen, ich sag's dann, wenn sie wieder hingucken dürfen. So. Was habe ich vor einer Sekunde gesagt? So kann es aussehen, wenn ihr zu viel Zucker zu euch nehmt. Da habt ihr einen Zahn mit einem Loch, da habt ihr ein Loch mit ein bisschen Zahn. Bei Fledermäusen sieht es aber komplett anders aus. Das hier ist eben das Gebiss von den Fledermäusen. An der Stelle sage ich immer gern, das sind fruchtfressende Fledermäuse. Und meiner Meinung nach hat die Evolution diese Zähne zu zwei Gründen so entwickelt, wie sie sind. Zum einen passen sie perfekt in den Daumen eines Wissenschaftlers. Und wenn sie mal drinstecken, die lassen nicht mehr los. Nein, sie fangen dann auch noch genüsslich an zu malen, denken an so eine Feige, dann kommt was. Meistens kommt nur was Rotes. Und sie brauchen die Feigen eben noch, sie brauchen die Zähne noch, um die Feigen zu schnappen. Hier seht ihr AJs großen Bruder Ali, Artemius Literatus. Ali kommt angeflogen, schnappt sich die Feige, beißt rein, fliegt damit weg, hängt sich kopfüber an den Baum und fängt an, diese Feige auszulutschen. Das ist ungefähr so, als ob wir versuchen würden, eine Wassermelone in unseren Mund zu stopfen. Ich denke, jeder kennt jemanden, der so eine große Klappe hat, der das passen würde, dem man vielleicht auch mal gerne eine reindrücken würde. Aber, genau. So, was macht jetzt Karies? Das sind ja diese Bakterien. Die Bakterien kommen im Mundraum vor. Sie nehmen den Zucker aus der Nahrung, verstoffwechseln den zu Säuren. Diese Säuren greifen den Zahnschmelz an. Und was wiederum zu Löchern führt. Die haben so eingängige Namen wie Streptococcus mutans oder Aggregate Bacteracinomycete comitans. An dieser Stelle muss ich kurz warten, damit der Dolmetscher hinterherkommt. Aber weil wir kennen sie unter anderen Namen, Karies und Bakteries. So, was habe ich jetzt in meiner Arbeit genau gemacht? Ich habe die Fledermäuse gefangen, ich habe ihnen Speichel abgenommen, ich habe ihnen Abstriche von den Zähnen gemacht. Und um eben an die Bakterien zu kommen, und ich habe die DNA der Bakterien isoliert. DNA, das ist hier diese Doppelhelix, die ist aufgebaut aus unterschiedlichen Nukleotiden, die seht ihr hier. Ist aber völlig egal, wie die aussehen, und weil Biologen faul sind und sich auch keine Namen merken können, nennen wir die einfach mal CGAT. Ganz einfach. Und was wir eben hinkriegen, wir können die Sequenz von dieser Doppelhelix bestimmen, und was wir kriegen, ist sowas. 10 Minuten reichen leider nicht, ich würde es euch gern vorlesen, wir können es im Nachhinein machen. Und diese Sequenzen könnt ihr vergleichen mit Daten, es gibt Datenbanken, da stehen diese Sequenzen drin, denn jede Sequenz ist nichts anderes als ein Fingerabdruck oder eine Adresse für jedes Bakterium, was für jedes Bakterium spezifisch ist. So, genau, ich nehme also ein Stück von der Sequenz und ich sage, es ist wie eine Adresse. Und schaue dann, okay, ich gucke mir bestimmte Bereiche an, ich bin in Deutschland, ich schaue mir mehr von der Sequenz an, ich bin jetzt in Ulm an der Stelle, ich würde gerne die Russen, also meine russischen Slam-Kollegen alle gerne einladen, dass sie mich auch mal besuchen kommen, wenn sie mal da sind und mal Lust haben, wieder nach Deutschland zu kommen. Wenn ich noch mehr von den Sequenzen angucke, könnte ich sagen, ich bin in der Straße, ich bin, und wenn ich alles habe, weiß ich, Karies und Bakteries. Gut, ich habe jetzt also Datenbanken mit den Adressen und ich weiß auch, wer in den Adressen wohnt. Ja, da haben wir welche, die mögen wir, die vermissen wir, ja, und andere. Und was ich jetzt eben gemacht habe, ist, ich habe meine Daten mit diesen Datenbanken verglichen. Ich habe herausgefunden, alles da, außer Karies und Bakteries. Ist ja ein guter Grund, kein Karies und Bakteries da, kein Karies. Aber warum ist es so? Ja, Fred Feuerstein. Fred Feuerstein mag Karies und Bakteries nicht besonders. Er produziert Substanzen, die Karies und Bakteries Wachstum hemmen können oder abtöten können. Und man kann also wirklich sagen, Fred Feuerstein geht rüber, haut den kräftig mit der Keule hin auf die 12, sodass die keinen Bock mehr haben, in der Nachbarschaft zu wohnen und eben draus verschwinden. Gut. Im Moment arbeitet eine große Anzahl von Leuten an diesem Thema. Hier an diesem Forschungsobjekt, der freut sich gerade besonders, dass er fotografiert werden darf, er grinst richtig schön rein. Es sind viele Leute, die gerade an diesem Thema arbeiten, da gehört die Mikrobiologie dazu, die ich vertrete. Wir schauen, wie viele Bakterien kommen vor, wie sind die zusammen in Verbindung gesetzt. Wir arbeiten mit der Zahnmedizin zusammen. Sie schaut, wie viel Karies kommt wirklich vor, wie sieht es mit dem Plaque aus bei den Tieren. Wir arbeiten mit der Ökologie zusammen, die hilft uns, auf andere Nahrungsflächen von anderen Fledermäusen überzugehen. Wir arbeiten mit dem Institut für Lasertechnologie zusammen.
Und was sie Tolles rausbekommen haben, ist, dass die Oberfläche der Fledermäuse, der Zähne der Fledermäuse ähnlich ist wie, das, wie die Oberfläche des Lotusblütenblattes, sodass sich Bakterien gar nicht erst darauf ansetzen können, sondern abgewaschen werden in den Speichel. Warum mache ich das alles? Ja, wir wollen irgendeine Substanz entwickeln, die Zahnpasta rein tun können und auf die Zähne tun, morgen noch kraftvoll zuweisen können. Danke dem Team, danke euch, ihr wart ein geiles Publikum und auf jeden Fall.